Aber ich habe einen bösen Text mitgebracht. Ich habe zwei Texte für euch heute Abend und ich fange mal mit dem Bösen an. Entstanden ist der mal, weil ich was zum Thema auch dicke Kinder wollen Elfen sein, was schreiben musste und das ist dabei rausgekommen. Bei mir auch. Ja? Moppel, der Astronaut. Der Rüdiger ist ein intelligentes Kind. Zumindest macht er einen intelligenten Eindruck. Das glauben jedenfalls seine Eltern. Also sie möchten es gerne glauben. Deshalb machen sie den Rüdiger auch so zurecht, dass er intelligent aussieht. Der Rüdiger kriegt immer ein kariertes Hemd verpasst und er muss eine Brille tragen, obwohl er eigentlich keine Brille braucht. Egal, sagen Mama und Papa. Dann kommt da Fensterglas rein. Hauptsache, du siehst intelligent aus. Und nun sieht der Rüdiger ganz schön intelligent aus, in seinem karierten Hemd und mit seiner Brille im Gesicht. Eigentlich ist es dem Rüdiger egal, ob er intelligent aussieht oder nicht, denn der Rüdiger will nur eins, nämlich Roller fahren. Den ganzen Tag lang Roller fahren, scheißegal ob mit kariertem Hemd und Brille im Gesicht. Hauptsache Roller fahren. Die Straße rauf und runter, hast du was, kannst du den Berg runterbrettern, auf dem Schott voll in die Eisen gehen und das Hinterrad rumreißen, dass der Kies nur so spritzt, Alter. Das dürfen nur seine Eltern nicht wissen. Rüdi, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Will Tante Adele wissen und stopft Buttercremetorte nach. Astronaut, sagt der Rüdiger. Ha, aber Junge, dafür bist du doch zu dick, lacht Papa. Werd lieber Astrophysiker. Na gut, sagt der brave Sohnemann und stellt sich vor, wie er mit dem Roller den steilen Berg runterheizt und unten mit dem Hinterrad eine riesige Kiesfontäne durch die Luft schleudert. Mama kommt aus der Küche marschiert, mit frischem Kaffee in der elfenbeinfarbenen Plastikthermoskanne. Was will der Rüdi werden? Hat er etwa Astronaut gesagt? Fragt sie scheinheilig in die Runde, obwohl sie garantiert alles gehört hat, als sie in der Küche stand und Kaffee aufgebrüht hat. Denn Mama bekommt immer solche Ohren, wenn sie Gespräche anderer belauschen kann. Mama ist ein Elefant auf zwei Beinen. Astronaut, ruft Mama noch einmal durchs Wohnzimmer, als wären alle Anwesenden taub, aber hier ist niemand taub. Trotzdem ruft sie immer wieder mit dieser spitzen, hysterischen Stimme. Astronaut, Astronaut! Und dann fängt auch sie an zu lachen. Mama ist ein dummer, hysterischer Elefant auf zwei Beinen. Der Rüdiger weiß gar nicht, was gegen Astronaut einzuwenden ist. Astronauten müssen intelligent sein, sonst lässt sie keiner ins Weltall. Das weiß doch jedes Baby. Astronauten müssen sich schließlich auch gut auskennen mit der Astrophysik und schwarzen Löchern und dem ganzen Mist. Aber Papa ist Mathematiklehrer an der Realschule und der Rüdiger soll ja auch mal was Anständiges werden. Und wenn schon nichts drin ist, im Kopf vom Rüdiger, sagt Papa, dann muss man den Jungen wenigstens herausputzen. Mehr Schein als Sein ist hier die Devise, das hat der Rüdiger schon verstanden. Aber er wehrt sich nicht. Er fährt lieber heimlich Roller und lässt den Kies fliegen, so weit über den Asphalt, das macht ihm so schnell keiner nach. Rüdi hat eine Empfehlung zur Hauptschule, sagt Mama zu Papa. Na, das kann doch gar nicht sein, sagt Papa. So ein intelligent aussehender Junge muss aufs Gymnasium. Der Junge soll es doch mal besser haben als wir. So dachte ich mir das auch, überlegt Mama. Während Tante Adele immer noch Buttercremetorte in sich hineinstopft. Dann nimmt die Tante einen großen Schluck Kaffee zum Runterspülen, stellt ihre Tasse mit einem lauten Pling wieder ab, kneift dem Rüdiger in die Wange und meint, dann wird das wohl nichts mit dem Astronauten da sein, was? Wieso? Fragt der Rüdiger. Und eben mangelt's ein bisschen an Grips, entgegnet sie. Am liebsten hätte der Rüdiger gefragt, was denn nun schon wieder Grips sei. Denn von Grips hat er noch nie gehört, aber er traut sich nicht. Weil Papa sonst wieder ruft. Moppel, du bist so saudoof. Das ruft Papa ganz oft, wenn der Rüdiger mal wieder was falsch gemacht hat. Moppel, du bist so saudoof. Diesen Spruch hört sich der Rüdiger jetzt schon seit 10 Jahren an. Seit 7 Jahren versteht er, was damit gemeint ist.
Wenn Mama dazu auch noch ihr dummes, hysterisches Elefantenlachen anstimmt, kriegt der Rüdiger ganz rote Ohren, weil er sich so anstrengen muss, dass sein Kopf nicht vor lauter Wut platzt. Aber dann denkt er schnell an seinen Roller und den Berg und den Haufen Schotter, der durch die Gegend fliegt. Und dann geht's wieder. Der Trick ist zu denken, also an was Schönes zu denken, wenn man sich ärgert. Und das kann der Rüdiger inzwischen sehr gut. Daran ist er ganz schön professionell. Das macht ihm so schnell keiner nach. Der Rüdiger denkt noch ein wenig über das Wort Grips nach. Grips muss irgendetwas mit intelligentem Aussehen zu tun haben. Denn darauf kommt es ja an, das weiß der Rüdiger inzwischen. Karierte Hemden und Brille sind nicht genug Grips, um es aufs Gymnasium zu schaffen. Möglicherweise wäre es von Vorteil, wenn Mama und Papa sich noch eine schlaue Frisur für ihn ausdenken oder wenn sie ihm ein paar überdurchschnittlich kluge Schuhe kaufen. Und je länger er über Grips nachdenkt, desto greifbarer erscheint es ihm, dass sein Traum, Astronaut zu werden, doch noch Wirklichkeit werden könnte. Das Einzige, was ihm fehlt, ist der passende Grips. Nichts könnte logischer sein als diese intelligente Schlussfolgerung vom Rüdiger. Wer Astronaut werden will, besorgt sich schlicht und ergreifend einen stilgerechten Astronautengrips. Ich gehe spielen, sagt der Rüdiger zur Buttercreme-Tortengesellschaft. Und die hat nichts dagegen. Geh nur, Moppel, sagt Mama und schenkt Kaffee nach. Der Rüdiger weiß genau, wohin er gehen will. Nämlich in den Keller. Denn da liegt Papas alter Mofa-Helm, den der Rüdiger schon unzählige Male in den Händen gehalten und bewundert hat, sich aber nie getraut hat, diesen wunderbaren Astronautengrips über den Kopf zu ziehen. Doch jetzt ist es soweit. Und als der Rüdiger mit dem Astronautengrips auf dem Kopf durch den Keller fegt und mal links, mal rechts mit dem Kopf gegen die Wand rumst, nur so zum Test, da weiß er genau, dass er ein sauintelligentes Bürschchen ist. Und weil er so sauintelligent ist, verpasst er sich auch gleich noch einen astreinen Ganzkörper-Astronautengrips. Ein Astronaut braucht nun mal einen Raumfahrtanzug. Sonst überlebt er nicht da oben im Weltall. Also holt sich der Rüdiger die Frischhaltefolie von Mama und wickelt sich von oben bis unten ganz feste damit ein. Ha. Von wegen Moppel. Mit der Frischhaltefolie kann man sich alles überflüssige Fett ganz raumfahrermäßig nach innen drücken. Und damit es noch echter aussieht, legt er noch 3 Schichten Alufolie nach. Das knistert so schön, wenn er sich bewegt. Und dann holt er seinen Roller aus der Garage, schleppt ihn in die Wohnung, reißt die Tür zum Wohnzimmer auf, bleibt einen Moment in voller Astronautengripsmontur im Türraum stehen, um schließlich haste was kannste mit dem Roller durch die Buttercremetortengesellschaft zu brettern. Leichthändig zerrt er die Tischdecke samt Gedeck vom Esstisch, holt mit seinem Roller nochmal so richtig Schwung, reißt das Hinterrad rum und lässt fettige Buttercreme-Fontänen gegen die Wände spritzen. Dann lacht der Rüdiger dreckig und ruft: Und der Moppel! Doch, Astronaut! Dankeschön.